Hallo und herzlich willkommen hier zu The Forest, ja, Part 4. Wir sind wieder an unserem Shelter, ja, und werden jetzt mal wirklich versuchen, ohne irgendwie wieder in die Falle zu rennen, mit unseren Freunden, unseren Nachbarn, etwas zu bauen und uns dann, deutsch gesagt, zu barrikadieren. Ja, weil die sind ja echt skrupellos hier. Ja, nehmen wir mal unsere Axt und werden erstmal einen Baum fällen, erstmal ein bisschen Ressourcen schaffen. Ja, Freunde, der letzte Part war halt wieder, sie haben uns in die Enge getrieben und waren halt zu viele. Da konnte ich leider nichts mehr machen und versuchen wir auf dem Part 4 heute unser Glück. Vielleicht schaffen wir es ja heute. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen ein paar Bäume schlagen. Und hoffen wir mal, dass wir heute in Ruhe gelassen werden. Ja. Schlag den Baum. Na. So. Jetzt gehen wir mal in unser schlaues Buch und schauen mal, was wir hier so Schönes haben. Wir haben einen Shelter gebaut, also werden wir heute mal etwas wie gestern in die Verteidigung stecken. Bauen wir erstmal was Kleineres hin. Ja, am besten hier an dem Baum. So, liebe Freunde. Nehmen wir noch den Baum hier. Und dann schaffen wir das mal alles wunderschön hier an diese Falle. Ja, wir bräuchten noch einen Baum oder einen Baumstamm. Das dürfte ja nicht schwer sein. Wir haben ja gerade eben gefällt. So, nehmen wir noch die Stecke auf hier. Ja, den Stein nehmen wir auch gleich noch mit. Und die hier auch, die hier auch, die hier auch, die hier auch. So, dann bräuchten wir trotzdem noch einen Baumstamm, also heißt das, wir müssen heute noch ein bisschen fällen. Ja, und hoffen wir, dass wir heute mal ein bisschen Ruhe vor unseren Freunden haben. Ja, ich habe extra eine Einladung geschrieben, dass ich heute nicht daheim bin. Also, sie brauchen heute nicht vorbeizukommen oder so. Ja. Ich bin verreist, habe ich gesagt. Ich bin verreist. So. Baum fällt. Jawohl. Dankeschön. So, bringen wir das mal gleich noch zu unserer Begrüßungsstätte. So, damit wäre die erste Falle hier fertig. Ja. Und weil ich gerade einen Baumstamm in der Hand habe, werden wir das mal gleich hinlegen. Und uns ein, ja, wo haben wir es denn? Ein Lager bauen für unsere Holzstämme. Das werden wir gleich mal hier hin brettern. Ja, fehlt uns mal wieder Äste, wie immer. So. Ja. Schnell den Baum noch gefällt hier. Ich hoffe, dass wir daraus Äste bekommen. Na, jetzt. So, fallen. Dankeschön. So, haben wir noch ein paar Äste hier. Ja, die werden aber noch nicht reichen. Nee, da müssen wir nochmal richtig gucken gehen. Ach Mann, was willst denn du schon wieder? Ach Mann, Survival! So, die gute Dame hat's erlebt. Da hatte ich heute schon gedacht, ich habe heute mal ein bisschen Ruhe vor ihr. Oder vor ihm. Oder vor das. Ich weiß ja nicht richtig, was das sein soll.
Ja, noch ein paar Stückchen aufnehmen. Hier liegen noch ein Haufen. Wollte ich gerade sagen, was ist denn das jetzt schon wieder? Aber das war Meisterende. Und hat uns begrüßt hier in dem Morgen von The Forest. So, aber heute will ich mehr schaffen. Ich habe es mir heute fest vorgenommen. Jawohl. Das sieht gut aus. Wo ist jetzt unser Baumstamm hin? Der liegt hier unten drin. Ja. Und hier liegen auch noch ein paar. Das hätte man ja natürlich auch als Lager nehmen können, aber... Nee, wenn, dann machen wir es richtig. So. Wie kriege ich die jetzt hier rein? Wie kriege ich die jetzt hier rein? Ja. Hallo? Ah! Ah! Alles klar. Es ging mit C. Mit der Taste C. So, liebe Freunde. Werden wir noch ein bisschen Holz hauen. Und dann müssten wir uns mal gleich was... Oder das könnten wir eigentlich klein machen. Was essen. Ja, das sieht aber nicht so gut aus. Also müssen wir mal ganz schnell auf die Jagd gehen. Uns was zu futtern holen. Vielleicht können wir auch den Piepmatz hier essen. Oder zumindest seine Federn bekommen. So. Haben wir hier ein paar Fische. Nee. Das ist schlecht. Ja, dann müssen wir halt mal gucken, wo wir noch was zu essen kriegen. Ja, ein Hubbelhase. Komm her. Ich hab Hunger. Na. Jawohl. Ja, unsere Nachbarn sind auch schon wieder daheim. So, nehmen wir gleich noch den Baumstein hier mit. Dann werden wir ihn gleich in unser Lager pfeifen. Ja, was war das jetzt? So, wo ist denn mein kleines Feuerchen? Hier ist unser Feuerchen. Machen wir das gleich mal an hier. Ja, schauen in unser Inventar und nehmen jetzt hier den Rabbit und hauen den mit C. Auf dem Rost. Nein. Nein. Unsere Freunde sind schon wieder da. Ach Mann, wie ich das liebe. Ich sag's ja, ich hau hier was zu essen auf den Tisch und sie kommen angelaufen. Der eine rennt schon wieder weg. Ja, wo rennt der eine hin? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir unser Häsel gegessen. Und ja, jetzt muss ich erstmal kurz hier aufpassen, weil unsere Freunde ja wieder hier aktiv sind. Ja, hauen wir gleich noch den Baumstamm hier in unser Lager. Nehmen wir noch gleich den Stein mit. Vielleicht könnte man irgendwie noch gebrauchen in der letzten Zeit. So. Ja, da ist schon wieder einer von Ihnen. Möchte ich ihn gleich mal begrüßen gehen. Hallo. Ja. Alle Schnarchbacke. Ja, dann könnten wir ja theoretisch mal in unser Inventar gehen. Und könnten mal ein Begrüßungsteil machen. Um die zu zeigen, dass sie hier erwünscht sind. So, dafür brauche ich jetzt noch einen Ast. Wo kriegen wir den einen Ast jetzt noch her? Ja, hier unten ist schon der nächste. Ich komme mir gerade vor, wie auf den Dorfplatz hier. Möchte ich ihn gleich mal begrüßen. Hallo, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfters.
So, nehmen wir unsere Axt wieder in der Hand. Hier haben wir unsere Stöcke. Nehmen wir sie gleich mit und machen unsere Begrüßungs-Statue. Machen wir hier fertig. So, wunderbar. Machen wir noch gleich ein kleines Lagerfeuer draus. Super. So, ich werde jetzt gleich mal abspeichern gehen. Dass wir das auf jeden Fall gesichert haben. Weil man kann ja nie wissen, was hier bei The Forest in den nächsten 10 Minuten abgeht. Ja, unsere Falle ist gespannt. Und wartet auf neuen Besuch. Ja! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und nehmen wir gleich noch das hier noch mit. Und das hier. Ja, schauen jetzt mal ein wenig nach Nahrung. Aber hier runter gehe ich nicht. Die sind nämlich böse. Sind die böse. So, den Stein nehmen wir natürlich auch noch mit. Man kann hier alles verwerten. Hier bei The Forest. Und hier ist wieder John Rabbit. Wo ist Rabbit? Rabbit! Ja! Survival! Ja, haben wir wieder unser Armbrot gesichert hier. Ja, wie gesagt, die Welt ist eine herrliche Welt. Bloß ab und zu noch ein bisschen Bugs drin, aber ist ja halt normal. Von der Alpha-Version, also das sehe ich jetzt nicht so enge. Wird ja alles wunderbar gerichtet, nach und nach. Und ich bin echt schon gespannt und ich freue mich schon auf die Vollversion bei The Forest, die ich mir auf jeden Fall zulegen werde. Also das soll schon mal gesagt sein. So, liebe Freunde, werden wir noch etwas bauen? Machen wir das, was wir in den letzten Folgen nicht so geschafft haben? Bauen wir, was bauen wir denn? Ja, hier ist gerade einer brennend gegangen. So, was bauen wir denn? Das ist jetzt die Frage. Ja, bauen wir uns gleich noch so eine Fackel hin hier, dass wir nachts so ein bisschen was sehen können, was so passiert. Ja, fehlen uns wieder Äste. Da werden wir gleich mal hier zuschlagen. Und hier zuschlagen. So. Und dann dürfen wir theoretisch unsere Fackel fertig haben. Ja, wunderbar. Können wir gleich noch anzünden. Super, super, super. Das ist ja geschafft. So, damit hätten wir unser Lager ja schon ziemlich schön ausgebaut. Also ausgebaut noch nicht, aber man hat zumindest schon mal was. So, schauen wir gleich weiter, was wir noch so Schönes haben. Ja, was hätten wir denn noch? Wir hätten noch sowas. Ja, das wird man auch gleich noch bauen wollen. Weil wir wollen ja gleich hier Richtlinien setzen. Uns hier die Freunde vom Hals halten. Ja, fehlen wieder zwei Steine. Hier war zumindest schon mal einer und hier ist der zweite. Wunderbar. Ja, was das so richtig bedeuten hat, kann ich euch nicht sagen. Sieht aus wie eine Fahne. Wir haben gerade unser Gebiet abgesteckt, so ungefähr. Ja, Freunde. So. Ja, damit sage ich jetzt eigentlich schon mal, ja, vielen Dank für das Zuschauen. Hier auch der Part 4 von The Forest. Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich in den nächsten Part wieder. Ich würde mich freuen und ich sage jetzt schon mal, ciao. Bis zum nächsten Teil. Wir nehmen noch die Echse mit hier, die schon tot ist. Super, wunderbar. Dankeschön.